Lock, 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 lock. Hallo und guten Morgen, Privet aus Kaliningrad. Sehe mich mal wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung frühmorgens nach dem Fitnessclub, nach Sauna und Schwimmbad frühstücken. Heute habe ich mir Omelette gemacht, bin dafür heftig kritisiert worden. Sie können sich vielleicht erinnern, vor 2 Tagen war ich zum Einkaufen, weil ich Besuch hatte, und bei der Gelegenheit habe ich dann auch 2 Omelettes gekauft, fertig. Ja, und im Supermarkt Victoria gibt es ja diese lange Theke mit an sich fertigen Produkten, die man nur noch ein bisschen warm machen muss. Ja, und da bin ich eben nicht dran vorbeigekommen und habe 2 Omelettes gekauft. Und bin dafür, wie gesagt, kritisiert worden, weil gesagt, du bist Rentner, du musst mit dem Geld sparen. Wie kannst du so viel Geld für Omelette ausgeben? Omelette macht man sich selber. Naja, und schauen Sie, für ein Omelette habe ich bezahlt 55 Rubel. Und meine Nachbarn haben mir vorgerechnet, für 55 Rubel bekomme ich schon 10 Eier zu kaufen. 10 Eier. Omelette hat vielleicht 3 Eier. Dazu wird noch ein bisschen Milch gekauft. Ich hatte ja keine Ahnung, wie ein Omelette gemacht wird. Jetzt in der Zwischenzeit weiß ich es und werde es auch in den nächsten Tagen mal ausprobieren. So, dazu, wie gesagt, 2-3 Löffel Milch nehmen, ein bisschen Grünfutter, ein bisschen Schinken und so weiter. So, das heißt also, ich hätte mindestens die dreifache Menge Omelettes machen können, mindestens, für die von mir ausgegebenen 55 Rubel. Das heißt also, wer als Rentner auf sein Geld achten muss, ist wahrscheinlich in Deutschland genauso, muss eben halt ein bisschen selber kochen und kann eben halt nicht ins Restaurant gehen und auch nicht Fertigprodukte kaufen. Das habe ich gelernt. Bei mir sieht es natürlich nun so aus, dass für mich der Zeitfaktor immer noch eine Rolle spielt. Ich habe ja nebenbei, ich bin ja nicht nur Rentner, ich habe ja nebenbei auch noch ein bisschen was zu tun. Und demzufolge werde ich wahrscheinlich auch zukünftig doch die fertigen Sachen kaufen, um ganz einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Aber schauen wir mal. Omelette werde ich auf alle Fälle machen und Sie können mir dennoch dabei zugucken. Aber was ich noch erzählen wollte, ist, dass es noch billiger geht. In Russland ist das eigentlich in vielen Fragen Tradition, dass man sich selber versorgt. Natürlich gibt es viele Leute, die in den Supermärkten einkaufen gehen oder in Tante-Emma-Läden, die es überall gibt. Aber gerade in dem Umfeld, wo ich wohne, dort sieht es so aus, dass also meine Nachbarn haben noch Eltern, die Eltern haben ein kleines Häuschen am Stadtrand von Kaliningrad und dazu gehört ein Grundstück. So, und die sind eben halt sehr auf Eigenversorgung aus. Das heißt, sie haben Gewächshaus, sie haben Hühner, sie haben Garten, alles da, und im Verlaufe des Jahres wird reichlich geerntet. Es brauchen keine Äpfel gekauft werden, keine Pflaumen gekauft werden, keine Nektarinen gekauft werden. Das haben wir alles in Eigenversorgung. Tomaten, Gurken, Kartoffeln, alles in Eigenversorgung. Hühner laufen rum, wir haben eigentlich jeden Tag frische Eier. Das kostet an sich so gut wie nichts. Ja, und wenn ich von Papa, es ist nicht mein biologischer Papa, aber ich nenne ihn Papa, wir kennen uns seit 25 Jahren, und da die Nachbarin ja sagt, Papa, 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 bin ich dann auch dazu übergegangen, Papa zu sagen. Und ich brauche nur hingehen zu Papa und sagen, Papa, geben Sie mir mal 10 Eier, und Papa, geben Sie mir mal dies, geben Sie mir mal das, und das bekomme ich dann. Und dann habe ich an sich mein Omelett kostenlos. Rentner unter sich müssen natürlich Solidarität üben. Ja, und wie gesagt, es wird nicht nur im Verlauf des Jahres geerntet, sondern die Überschussproduktion der Ernte, das, was also nicht gleich gegessen werden kann, das wird eingemacht. Auch eine große Tradition in Russland, wird in vielen Familien gepflegt, und bei uns ist es genauso. Und wir haben ein Lager, wir haben mehrere Lager, wo das Eingemachte gelagert wird, aber da, wo ich wohne, unten im Keller, haben wir einen kleinen Vorratsraum, und jeder, der will, geht runter und nimmt sich eingemachte Tomaten, eingemachte Gurken, Marmelade, alles, was man irgendwie braucht. Es ist alles sehr, sehr preiswert.
Und wenn man es selber macht. Man muss natürlich nicht Zeit investieren. Das ist das, was ich Ihnen sagen wollte, wofür ich heftig kritisiert worden bin. Zu Recht natürlich, wenn man sagt, okay, man will sparen, dann kann man eben halt nicht fertige Produkte kaufen, die man bloß noch warm machen muss. Ja, das ist das, was ich Ihnen heute auf die Schnelle mitteilen wollte. Es gibt sogar einige, die kommentiert haben, schon aus den vorherigen Beiträgen, dass man eben halt keine fertigen Sachen kauft. Sie haben alle recht. Vielen, vielen Dank für die Hinweise, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich das hier nochmal irgendwie, das Gesamtthema, ein bisschen zur Sprache bringe. Mit anderen Worten nochmal kurz zusammengefasst, derjenige, der wirklich nur auf eine kleine Rente angewiesen ist, der muss eben halt vieles selber kochen. Und dafür gibt es eben Möglichkeiten, wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld zu sparen. Ja, das war's erstmal. Jetzt lassen Sie mich frühstücken und wenn mir dann nachher noch irgendwie was einfällt, was ich Ihnen dann erzählen kann, dann ergänze ich nochmal. Ja? Okay, jetzt möchte ich frühstücken. Also, bis gleich. Erinnern Sie sich noch eine Minute vorher, als ich Ihnen unseren Keller gezeigt habe mit unseren Vorräten, da stand so ein Plastesack mit leeren Plasteflaschen. Wahrscheinlich werden Sie sich gefragt haben, wieso, warum, ob wir eventuell auch schon hier Pfandflaschen haben. Nein, haben wir nicht, sondern diese großen Literflaschen, 1,5 Liter, 2 Liter Flaschen brauchen wir als kleine Gewächshäuser. Deshalb wird nichts weggeschmissen, sondern schön aufbewahrt. Und ja, und da unsere kleine Familie recht groß ist und einige natürlich Grundstücke und Datschen haben, ist der Bedarf an leeren Plasteflaschen natürlich entsprechend groß. Ach so, und noch ganz schnell auf die Schnelle. Wir haben natürlich auch sehr viel Weintrauben angebaut. Und wir haben Bekannte, die aus diesen Weintrauben Wein machen. Der schmeckt auch. Ja, und so kann man Geld sparen als Rentner.